Die ständigen Tempo- und Spurwechsel machen den Fahrer des dunklen Volvo verdächtig. Unauffällig folgt die Zivilstreife dem Kombi. Die Videoanlage zeichnet permanent auf. Schließlich könnte der Vordermann jederzeit lossprinten. Und das tut er jetzt auch. Von 0 auf 90 in 5 Sekunden. Erlaubt sind hier nur 50 km/h. Das war schon nicht schlecht. Jetzt die Frage, ob das gereicht hat für eine Messung. Ja, das reicht, ne? Generell ist er ja tatsächlich jetzt auch schon drin im Fahrverbot, ne? Also bei 88 km/h mit einem Toleranzabzug ist er ja hier über 31 zu viel gewesen. Aber also anhalten werden wir den auf jeden Fall. Ob der Volvo bis dahin noch einmal das Tempo steigert? Irgendwie wirkt er hier auf mich entspannt, mit seinem Arm raushängend. Aber nichtsdestotrotz hatten wir ja vorhin schon gesehen, dass der zügig fahren aber kommen will. Aber Volvo und Kenneck passt eigentlich nicht. Nur verkehrsbedingt hat er halt nicht die Möglichkeit. Dann nehmen wir mal raus, ne? Denn der Verkehr nimmt zu. Aus Sicherheitsgründen stoppt Kommissar Dennis den Wagen an einer breiten und übersichtlichen Stelle. Moin, Polizei Hamburg. Ich hätte ganz gern von Ihnen Führerschein, Fahrzeugschein und ein Ausweisdokument. Wäre es für Sie in Ordnung, wenn Sie aussteigen, dann stehe ich hier nicht so unglücklich auf der Straße. Dort ein Verkehr. Das ist der Grund des Anhaltens. Sie sehen hier ein Videofahrzeug der Polizei Hamburg vor sich. Ja. Sie sind recht zügig unterwegs, das schon seit einem längeren Zeitraum. Jetzt haben Sie es hier vorne abgebrochen. Wir haben Sie auf der Rüterstraße mit ungefähr 88 km/h. Da haben Sie mal ordentlich Gas gegeben. Haben Sie vorher auch schon? Nur da konnten wir keine Messung fabrizieren. Wir haben ihn gemessen doch. Auf jeden Fall wird das Ganze in Ordnungswidrigkeitsanzeige nach sich ziehen. Sie müssen sich zur Sache nicht weiter äußern, wenn Sie nicht wollen. Er ist am Arsch. Mich würde interessieren, ob Sie es so weit zugeben, dass Sie zu schnell gefahren sind. Kann sein, dass ich ein bisschen schnell gefahren bin, ja. Ich sage, weiß ich nicht. Das war's schon. Er hat verloren. Also da kannst du auch mit dem Rechtsschutz nichts mehr machen, weil er gibt das ja halbwegs jetzt zu. Okay, ist vorbei. Gut, wie gesagt, wir werden das an der Dienststelle auswerten. Sie werden dann einen Anhörungsbogen bekommen und haben die Möglichkeit, da nochmal sich zum Sachverhalt zu äußern. Ne? Okay, dann nehmen wir das soweit auf. Sie können gerne im Fahrzeug warten oder Sie warten hier nehmen. Die Anzeige schreibt Polizeimeister Michael. Welche Strafe droht? Es ist davon auszugehen, dass wir ihn hier in ein Fahrverbot bekommen. Also, dass über 31 km/h zu schnell innerorts gefahren ist. Sodass er hier mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen muss und dann halt noch ein Bußgeld. Das sind aber noch die alten Strafen, weil er hat eine FFP2 oder eine Maske gehabt. Mhm. Das war die Corona-Zeit. Chat, jetzt passt auf, die Strafen sind extrem gestiegen. Also ich wurde ja geblitzt und für 16 km/h oder so zahle ich 100 Euro. Das ist schon echt heftig. Davor haben wir, glaube ich, 35 bezahlt. Also wirklich aufpassen, Chat. Ne? Wirklich sehr, sehr aufpassen mittlerweile. Und Punkt in Flensburg. Rund 600 Raser hat das Provida-Team 2019 überführt. Und ab 21 km/h gibt es schon einen Punkt. Und das erreicht man easy in der Stadt. Der Volvo-Fahrer ist dabei eher ein kleiner Fisch. Nee, mittlerweile 21, netter Maus. Krass. Kaum zurück am Steuer, der nächste Vorfall. Man sieht, wie sie es in der Hand hält. Ich glaube, sie hört eine Sprachnachricht ab, kann ich sogar erkennen. Ja, dann nehmen wir die nehmen wir jetzt mal mit, ne? Das bist du, Zizi. Was hat er gesagt? Ja, sie macht Sprachnotiz gerade und fährt. Das bist du einfach. Magst du mal in die Kelle gehen? Guck. Haha, Tutzi, sie ist am Arsch. Ja. Ich freue mich nicht. Aber so Handy sollte man nicht während des Fahrens benutzen. Krass, sie bekommt ja nicht mal was mit. Der ist natürlich sehr abgelenkt. Boah. Pupe, Blaulicht, Kelle. Wie er noch winkt. Jetzt hat sie es gemerkt. Es gibt Angenehmeres, als von der Polizei gestoppt zu werden. Alter. An dem Verstoß gibt's nichts zu deuteln. Die Sachlage ist klar. Moin, wir sind von der Polizei Hamburg. Grund des Anhaltens wird sein, dass Sie ein Telefon dauerhaft in der Hand hielten. Das Ganze ist eine Ordnungswidrigkeit. Sie müssen sich dazu nicht weiter äußern, wenn Sie nicht wollen. Es ist so, wie es ist, ne? Wie schadenfroh, okay. Nee, ich fand's lustig in dem Moment einfach so. Sie hört nichts, sie guckt nicht und dann Kelle raus, Polizei winkt. Ich sag mal, WhatsApp konnte ich sogar lesen, haben Sie die Sprachnachricht abgehört. So, wir konnten sogar dann auch noch auf Video aufnehmen. Sie müssen zur Sache nichts weiter sagen, wenn Sie nicht wollen. Mich würde aber interessieren, ob Sie es zugeben, dass Sie das Handy in der Hand hielten und auch benutzt haben. Oder ich möchte nicht mehr. Wir haben ein Video davon und... Ganz ehrlich, ich würde sagen, ja, Digga, hab mich erwischt, ja. Also, weil das ist ja nun offensichtlich. Ich hab das gesehen. Einfach nichts sagen, vielleicht kommt man ja raus. Man weiß ja nie zu ziehen. Nur, dass Sie das für einen Hinterkopf behalten. Das Ganze sind 100 Euro und Punkt plus Verwaltungsgebühr. Ja? Dann nehme ich das erstmal auf und bin gleich wieder bei Ihnen. Oft hat man das Gefühl so, dass Sie, da ist oft eine Ausrede, ja, ich hab's doch nur in der Hand gehalten. Ja, dass das aber ausreicht, das wissen viele nicht. Die Gefahr ist enorm.
Jedes Jahr führt Handy am Steuer deutschlandweit zu 100.000 Unfällen mit 25.000 Verletzten. Ich glaube, wenn du es zugibst, dann kannst du es schon direkt zahlen, das weiß ich aber nicht. Also wenn du sagst, nee, dann kommt Post nach Hause. Also ich glaube, die haben auch so ein Kartengerät, wo du zahlen kannst. Bin ich mir aber nicht sicher. Und 500 Toten. Danero, danke fürs 24 Monate. Wird, registrieren Kommissar Dennis H. und Polizeimeister Michael P. die meisten Tempoverstöße. Besonders auf der Stadtautobahn wird dann gerne gerast. Der weiße Kleinwagen ganz rechts auf der A24 fällt den beiden durch sein seltsames Fahrverhalten auf. Handy. Ist hier Alkohol im Spiel? Das Beweisvideo zeichnet auf. 60. Jetzt wird's interessant. Denn der Fahrer beschleunigt trotz Tempolimit 60 auf über 115 km/h. Mhm. Zudem sieht es so aus, als hätte er seinen Wagen nicht unter Kontrolle. Der ist besoffen. In der Baustelle ignoriert er die gelbe Fahrbahnmarkierung. Der ist besoffen, Chat, 100 pro. Spur halten? Fehlanzeige. Jetzt gibt er noch mehr Gas. Boah, der ist gefickt. Ja, das, ich habe jetzt mal drauf geachtet gehabt, der ist jetzt tatsächlich ein bisschen Schlangenlinien gefahren, ne? Also jetzt gerade das letzte Stück. Schlangenlinien kann aber auch nicht sein. In der Fahrspur links und rechts gefahren, ne? Das ist das erste, das zweite halt diese verminderte Reaktion. Kann aber auch eine Wave sein, die in den Fußraum gefallen ist. Oder so. Ja, das hatte ich auch, Chat, gesucht und oh, wo bin ich denn gelandet? Die er gezeigt hatte, dann diese starke, schnelle Abbremsung. Also das sieht schon schräg aus, was er hier macht, ich weiß es noch nicht. Ich glaube auch, dass er irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Das ist ein Rechtsfahrer. Also er sieht da aus, als wenn er voll wäre. So wie er fährt. Also wir halten den auf jeden Fall an, ne? Der hat sich schon mit Geschwindigkeit auch qualifiziert. Ist lecker. Ich würde ihm gerne relativ zeitnah einen Stopp Polizei geben. Was sagst du? Besoffen? Denn solch eine unkontrollierte Fahrweise ist eine große Gefahr. Der fährt schon komisch. Er war überhaupt nicht in der Lage, die Geschwindigkeiten irgendwie festzustellen. Ne? Also die 60 hat er ja völlig ignoriert. Und relativ schlecht ist, oder hat er auch hier relativ lange oder Pfirsich, ja, Geschmack. Bremst halt im Tunnel, ne? Das ist eine verzögerte Reaktion hatte. Was tun? Mach mal Blaulicht an, bitte. Kurz vor dem Zugriff. Die Lage ist angespannt. Ja, der ist voll. Der Wagen ist gestoppt. Wie wird der Fahrer jetzt auf die Polizisten reagieren? Motor aus. Genau, Schlüssel her. Schlüssel her. Was ist denn nun? Schlüssel her. Alles gut. Gut. Er ist besoffen. Was hab ich denn nun verbrochen? Was hab ich denn? Motor raus. Ja, ja, alles gut. Mit Warnweste, Bruder? Klimakleber. Klimakleber, ja. Ja. Genau. Okay. Also, okay. Allein schon von seiner Reaktion, von seiner Haltung. Haltung, ja, ja. Ganz du, so. Bring einmal in die Alter. Insel vorne. Komm so mit. Ach so, gut, in Ordnung. Ja, ist alles in Ordnung. Ja. Wie kann man so fahren? Ich verstehe es nicht. Genau, komm so mit. Komm so mit. Wie fühlen Sie sich? Ganz normal. Ja? Okay. Ich hab nichts getrunken. Okay. Getrunken? Gar nichts. Geht's denn gut? Mir geht's auch gut. Ja. Vielleicht auch gerne Schlambassen. Ja. Haben Sie Führerschein, Fahrzeugschein dabei? Ja, natürlich. Können Sie mir das einmal geben, bitte? Oder er ist auf Droge, man weiß es nicht. Kann man so schnell nicht lesen, deswegen frage ich. Ja, ja, nee, alles gut. Ist halt schon ein bisschen älter, ne? Ja, ja, klar. Schauen Sie mal, da ist auch Ihr Ausweis, ne? Da unten. Alter, ist der voll. Unter der ADAC-Karte. Ja. Da ist der Ausweis, genau. Ach so, gut, in Ordnung, ja klar. Dankeschön. Sind Sie mit einem freiwilligen Alkotest einverstanden? Ja, natürlich. Ich sage Ihnen jetzt gleich, wenn Sie eigentlich anfangen zu pusten. Sie machen das bitte in einen gleichmäßigen Zustand. Ich sage 1,6. Was sagst du? Sie immer gleichmäßig auch in das Gerät hineinpusten, ja? Und wenn ich sage, weiter, 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 immer weitermachen. Jo, klar. Und wenn ich irgendwann sage, aber stopp, er sagt, überzeugt, dass er nichts getrunken okay hat. Und okay, hat gut. Gut, dann fangen Sie mal an. Und? 1,2. Weiter, 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 weiter. Nein, falsch. Auch so gut. Wir müssen immer gleichmäßig, was ich schon sagte, auch ne? So gut, immer, immer einen gleichmäßigen Dingens. Okay, machen wir nochmal. Oder er ist wirklich geistig. Weiter, 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 okay, weiter, 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 weiter. Ja, sehr gut. Oh, na, endlich. Doch, Überraschung.
Oha. Also, ja, hab ich doch gesagt. Oha, 0,0 Promille. Ja gut, dann ein Drogentest. Oder er hat wirklich einen Schaden, irgendwie geistig, irgendwas, keine Ahnung. Ja, also Klimakleber. Ist, dass sie auch zu schnell waren, ne? Also es war nicht so, dass sie nicht nur schlecht Auto gefahren sind, sie sind auch noch zu schnell gefahren. In einer Baustelle, in der 60 war, da sind sie 110 gefahren. Und jetzt wirken sie auf uns auch sehr fahrig. Ja? Deshalb nehmen Sie es nicht falsch. Wir wollen nein, nicht nein, 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 alles gut. Genau. Sind Sie gesund? Oder müssen Sie Medikamente nehmen? Ich bin auch gesund. Sie müssen keine Medikamente nehmen? Nein. Haben auch heute nichts genommen? Ibuprofen oder irgendwas? Nein. Haben Sie schon mal Drogen konsumiert in Ihrem Leben? Mal einen Joint geraucht oder nein, was? Nein, Alter. Um das halt zu prüfen, würde ich Sie einmal bitten, dass wir einmal kurz in die Ecke gehen und dass Sie einmal bitte hier reinpullern in den Becher. Den gebe ich Ihnen. Gut, okay, gut, meinetwegen. Mit diesem Schnelltest lässt sich die Einnahme von Drogen oder Medikamenten nachweisen. Ob sich der Anfangsverdacht der Beamten jetzt bestätigt? Warum fährt man mit einer Warnmesse? Überhaupt gar nichts. Versuch's ja schon. Konzentrieren Sie einmal drauf. Dann müssen Sie wahrscheinlich an die Wache fahren, wenn Sie nicht können. Also Drogen glaube ich eigentlich auch nicht. Später. Das Wasserlassen hat doch noch geklappt. Ich glaube, geistig aber ist er nicht der Drogentest da. Fällt negativ aus. Die Polizei ist ratlos. Was fehlt dem Fahrer? Ein der Anruf bei seiner Ehefrau soll die Sache klären. Ihren Mann geht's gut, das kann ich Ihnen so sagen. Ich muss nur einmal. Hören Sie mich? Vielleicht ist er geistig behindert. Deswegen ja, aber darf man denn so Auto fahren? Das ist die Frage. Da kommt ja auf die geistige Behinderung an, aber. Ja, die Verbindung ist ein bisschen schlecht, aber ich kann Sie hören. Bitte, gut. Ich kenne Sie hier leider nur als weil hier nur der Name draufsteht. Ja, ich bin seine Ehefrau. Wir möchten wissen, ob der Herr wirklich im Besitz seiner Fahrtauglichkeit ist. Er wirkt auf uns hier sehr, ich will es mal ganz liebevoll sagen, sehr tüdelig, sehr fahrig. Nein, das ist er überhaupt nicht. Ja, also er hat auch keinen Alkohol getrunken, das haben wir schon festgestellt. Aber er fährt unglaublich schlecht Auto. Er kommt gerade von der Arbeit. Das stimmt. Ja, das habe ich auch bestätigt. Genau. Und es kann sein, dass er abgespannt ist von der Arbeit, ja. Und Ihr Mann nimmt auch keine Medikamente oder irgendwas? Auch nicht. Nee. Gar nicht. Keine Drogen, gar nichts. Ja. Gut, da kommen wir auch nicht weiter. Hast du noch eine Frage? Nee. Aber du kannst ihn doch so jetzt nicht weiterfahren lassen, oder? So wie er gefahren ist, mit Schlangenlinien und 60 zu 4 und so? Ja, eigentlich nicht. Aber was willst du machen? Er darf fahren. Aber er hat auch nichts genommen. Ich glaube, er ist wirklich übermüdet von der Arbeit. Vielleicht Nachtschicht gehabt oder irgendwie sowas. Ja, dann gebe ich Ihnen Ihren Mann nochmal und ja, wir müssen nur noch gern ein bisschen überlegen. Okay, gut. Tschüss. Hier. Legen Sie auf. Sie warten hier ganz in Ruhe. Die Beamten sind völlig ratlos. Also habe ich noch nie erlebt. Also sowas Krasses. Aber ich dachte, er wäre voll wie ein Eimer. Ja. Aber ich habe keinen Alkohol gebraucht, nichts. Nein, er hat doch nichts getrunken. Doch der Mann ist fahruntüchtig. Aber warum und was tun? Pass auf, wir werden das gleich so machen, dass wir den, der wohnt ja hier gleich 100 Meter weiter. Wir bringen ihn jetzt dahin mit unserem Fahrzeug. Dann haben wir ihn sicher in seinem Haus, können der Frau den Schlüssel übergeben, werden dann den Bericht an die Führerscheinstelle schreiben und dann kann die Führerscheinstelle sich um die Person kümmern und dann haben wir, denke ich, eine ganz gute Tat verbracht, oder? Ich denke auch, für ihn ist, glaube ich, das Beste. Ja, dass der ins Bett kommt, so schnell wie möglich und Eselohren. Dann vorgeladen werden, eventuell zum Arzt, ne? Okay. Den Führerschein behält er damit zunächst unter Auflage. Na gut, hier. Hä? Großartig. Lass uns mal mit seiner Frau nochmal sprechen, Herr, ne? Ja, aber das wird nicht viel Erfolg bringen. Und er fährt jetzt einfach sein Auto. Okay. Soll? Ich glaube, die Batterie ist alle. Mach ihn nicht wach. Boah. Auch das noch. Den Polizisten bleibt heute nichts erspart. Jetzt ist auch noch Muskelkraft angesagt. Immerhin, der Motor ist angesprungen. Ja. Jetzt geht es in Richtung Wohnhaus des Fahrers. Zum Glück ist das nicht weit entfernt. Die Frage, warum der Mann so schlecht gefahren ist, bleibt für die Polizisten ungeklärt. Für sie zählt jetzt nur Menschlichkeit, nicht die Dienstvorschrift. Sie übergeben den vielleicht kranken Fahrer samt Auto wohlbehalten an die Ehefrau. Für uns war jetzt hier die menschliche Komponente ganz klar im Vordergrund. Wir glauben, dass wir hier einen Mensch angetroffen haben, dem es vielleicht einfach nicht gut geht.
der in seinem Leben vielleicht nicht nur gute Sachen kennengelernt. Wir wissen es einfach nicht. Da fehlt uns die Kompetenz. Wir haben keine Kompetenz, ein Arzt zu sein. Wir können da nicht reinschauen. So dass wir ihn jetzt nach Hause gebracht haben. Wir können jetzt sagen, er ist sicher zu Hause. Den Fahrzeugschlüssel konnten wir der Frau übergeben, die auch die Fahrzeughalterin ist. Und am Ende werden wir einen Bericht an die Führerscheinstelle schreiben, sodass dann weitere Wege eingeleitet werden. Wir haben auch ganz klar formuliert, dass sie den Schlüssel nicht mehr aushändigen möge an ihren Mann. Was wir natürlich nicht kontrollieren können, das ist uns klar. Aber allein die Maßnahme, dass er sich bei der Führerscheinstelle vorstellen muss, denke ich, kann der richtige Weg sein. Ja, war schon eine gute Tat, Chat. Also, den hätte ich auch nicht weiterfahren lassen. So, der konnte ja auch nicht mal antworten, warum er so ist oder wieso er, keine Ahnung, so rumsteht und was weiß ich. Seit 4 Jahren sind Kommissar Dennis und Polizeimeister. Aber ich glaube, der hat wirklich eine geistige Behinderung gehabt, habe ich so das Gefühl. Irgendwas. Ein eingespieltes Team bei der Verkehrsstaffel. Dieser Fall ist einer der mysteriösesten ihrer Karriere. Hier fallen den beiden Beamten auf der vierspurigen Wandsbecker Chaussee 2 protzig wirkende SUVs auf. Ah ja. Guck mal, schön 2 Boliden da vorne. Cayenne und ein Coup. Die machen safe ein Rennen jetzt auf der Autobahn. Manchmal brauchen die auch die, also muss ja auch Sinn machen, das zu geben, weißt du? Die Zivilstreife heftet sich an den Audi Q7. Aus Erfahrung weiß der Kommissar, dass sich solch eine Situation ganz schnell zu einem Tempoverstoß entwickeln kann. Dumme, ich guck gleich später. Das ist mal ein gutes Bild, muss man. Hier ist aber weiterhin 50 erlaubt, oder? Ja. Trotzdem fährt er 90. Also was er nicht zu wissen scheint. Sieht aber nicht so schnell aus. In Hamburg gibt es ja auch genug Zonen, wo jetzt auch 30 jetzt ist ab 22 Uhr, ne? Da versuchen wir aber nicht zu messen, ne? Also. Wenn da einer durchbrezelt, auch mit 100, dann fädelt man weg. Aber wenn du da jetzt 50, 60 fährst, dann. Also den nehmen wir, ne? Ja, natürlich. Feiertag. Ein einfaches Fahrverbot. Der 456 PS Audi ist 40 km/h drüber. Es wird eng, auf der Straße und für den Fahrer. Dennis und Michael können kein Auge mehr zudrücken. Der Überführte ist vom Zwangsstopp spürbar genervt. Guten Abend. So, jetzt übernimmt Oggi. Das ist auch nicht schlimm, alles gut. Wir sind von der Verkehrsstelle Ost der Polizei Hamburg. Das bedeutet, dass wir alles rund um Straßenverkehr machen. Das Fahrzeug hinter Ihnen ist ein Provida-Fahrzeug. Damit messen wir Geschwindigkeiten. So, wir haben Sie auf der Rodik-Allee. Nämlich Abu Bizeps. Sie messen können. Abu Bizeps. Wir können Ihnen jetzt noch keinen Wert vorwerfen, aber es wird um und bei über 80 sein, zwischen 80 und 90. Ich sag mal, wir sind so. Du bist am Arsch, Bruder. 85, 88 bin ich teilweise gefahren. Das ist natürlich Rodik-Allee. Alaikum salam, Baba. km/h erlaubt, zu schnell, ne? Das Ganze wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen. Sie müssen sich zu dieser Sache auch nicht weiter äußern, wenn Sie nicht wollen. Der Mann redet wie ein Wasserfall und behauptet, er sei der Inhaber eines Lieferservice und habe gerade Essen ausfahren wollen. Ja. Lieferfahren, Lieferservice mit einem Q7 ist ja auch nicht ganz geil, ne? Also ob sich das lohnt? Alles gut, mag sein. Genau. Alles kein Ding. Schreiben Sie bitte alles auf, weil ich muss das Essen abgeben. Was heißt, Sie sehen, das steht da vorne, das Essen nehmen Sie. Würden Sie vielleicht einmal aussteigen? Aber selbstverständlich. Ja, danke schön. Er hat keine Beweise, ein guter Anwalt holt ihn heraus. Naja, hat doch auf Kamera gehabt, aber ich glaube, die Messung hat nicht gereicht, oder? Der Mann spricht weiter, ohne Punkt und Komma. Sein Redefluss ist kaum zu stoppen. Keine Messung gemacht, ja gut, dann Anwalt geben, fertig. Ich wollte jetzt normal anhalten bei 3, aber ist auch doof. Deswegen, Chat, schließt eine Rechtsschutzversicherung ab, wenn ihr wirklich aktive Autofahrer oder Motorradfahrer seid. Die 10, 15 Euro, ja, die tun zwar weh monatlich, aber wenn du mal sowas hast, dann bist du froh, dass du eine Rechtsschutzversicherung hast. Ich dachte normal, ja. Ist doch kein Vorwurf, alles gut. Uns interessiert aber auch die Fahrtauglichkeit. Ja. Jetzt haben Sie heute schon den ganzen Tag gearbeitet, sagen Sie ja. Ne? Und da interessieren mich natürlich einige Dinge. Gab es ein Feierabendbier, was gab es? Ja, natürlich, ja? Ich trinke immer Feierabendbier. Nein, es gibt kein Alkohol. Einfach ordentlich fahren? Ja, das auch, aber du weißt ja nie. Irgendwann kann dir schon mal was passieren. Man weiß halt nie. Und Rechtsschutzversicherung deckt ja, glaube ich, auch einen Unfall ab. Wer schuld ist und so dies und das, das kann man ja auch immer gebrauchen. Ich arbeite ganz normal, ich trinke kein Alkohol. Ich sitze im Büro, bin der Chef. Ich dirigiere meine Leute. Das heißt nicht den ganzen Tag, ich habe Mittagspause. Das heißt, ich habe heute gerade 4 Stunden gearbeitet. Und jetzt zum Feierabend die letzte. Und Alkohol trinke ich nie, gar nicht. Null Drogen, gar nicht. Sie wirken sehr aufgeregt auf mich. Ich bin ein bisschen genervt, weil ich jetzt auch eine Tour liefern will. Das stehen Sie, sind aufgeregt. Das mag sein, dass Sie das dürfen Sie auch. Eine Sache, das nervt am Abend, das Ausgehen. Jetzt die letzte Tour, wo ich eine Tour fahre, das ist doof. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass Sie zu 100% fahrtauglich sind.
Das kann falsch sein. Verstehen Sie mich nicht falsch. Verstehen Sie, was ich meine? Ich bin der deutschen Sprache mächtig. Ich denke auch irgendwie Drogen oder so. Weil wenn er sagt Büro, Kanzlei, ich weiß nicht, ob er Kanzlei gesagt hat, Q7. Und ich weiß, viele Leute, die immer im Büro arbeiten, machen auch mal Sniff, Sniff. Viele Leute, die im Büro arbeiten, sniffen auch mal Tutsi, habe ich gehört. Oder? Weiß nicht. Also ich habe das mal so gehört. Von Auslieferung und Abstinenz nicht. Ich sag, er ist auf Drogen. Ich rede mal jetzt im Konjunktiv. Wenn ich Ihnen einen Urintest anbieten würde, würden und könnten Sie den machen? Das ist selbstverständlich. Wie lange dauert die Auswertung? Da reden wir über maximal eine Minute. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Und er kann, wie wird der ausfallen? Wie würde der ausfallen? Negativ. 1000%ig negativ. Ja. Also ich habe noch nie mal einen Urintest gemacht, aber kein Problem. Haben Sie mit Kokain oder so hatten Sie auch noch nichts zu tun? Ich habe noch nie mal ein Problem. Ich habe noch nie Drogen, noch keinen Rausch genommen. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, gar nichts. Null. Ja. Definitiv null. Totaler Langweiler. Nee, das stimmt ja nicht. Arbeite jeden Tag. Ja. Ja. Okay. Er setzt hier ganz klar die Ursache. Und das werden wir auch hier in diesem Fall auch wieder vernünftig abarbeiten. Das ist wichtig. Auch gar nicht gewusst, dass er Essen ausliefert. Ne? Also von daher ist mir das von der Thematik her erstmal nicht so interessant. Und wie schon richtig gesagt wurde, Essen ausliefern. Komm auf den Punkt, Bro. Nicht, ich kann ein Sonderrecht in Anspruch nehmen. Ne? Ist die Story vom langweiligen Workaholic glaubwürdig? Frage ein. Nee. Also er ist bekannt, ne? Mit? Ja. Gewalttäter, mein, dein. Ich bin ja im Bereich. Dreimal Beteiligter von Verkehrsunfällen, 37 Jahre. Polizei bekannt. Ein Langweiler ist der Mann also nicht. Okay, heißt, den werden sie jetzt richtig hops nehmen. Ausreden, jetzt er macht, nimmt keine Drogen, keinen Sport, aber sein sonstiges Vorstrafenregister ist gefüllt. Also irgendwie scheint das ja nicht alles so zu passen. Ja, genau, das ist ein schwieriger Sachverhalt. Also fällt mir schwer, hier sachlich zu antworten, so wie ich mal das auch beantworte. Digga, der ist so müde. Guckt euch mal seine Augen an. Der will Feierabend machen und nach Hause. Der Arme. Drogen sind immerhin nicht im Spiel. Während sich einige angetrunkene Anwohner mit dem Raser verbrüdern, arbeitet das Provida-Team den Fall routiniert ab. Hast du ihn nochmal ausgemessen? Meinst du, müssen wir? Ja. Mach ich. Für das dann, müssen wir machen. Ja, dann musst du noch einmal mitkommen. Ja. Dann muss er sich einmal nochmal auf die Fahrbahn stellen. Ah. Da steht jetzt. Ich glaube, jetzt kommen noch Verstärkungen oder so. Ja, jetzt kommt Verstärkung. Also mein und sein ist sein, so sein Ding. Ja. Für die Errechnung der tatsächlichen Geschwindigkeit wird am Audi Maß genommen. Lass Sie bitte einmal noch mal in die Spur kommen und einfach hier stehen bleiben auf der Straße. Ja? Genau. Und Sie können bitte auf den Gehweg gehen, Sie müssen hier nicht lachen. Wenn Sie aber die Maßnahmen stören und uns hier auslachen, dann können Sie auch gerne woanders hingehen, da habe ich keine Lust drauf. Sie stehen jetzt nicht auf dem Grundstück, Sie stehen auf der Straße, die gehört der Stadt Hamburg. Ich würde Sie bitten, dass Sie einmal auf den Gehweg gehen, Dankeschön. Mit hämischen Kommentaren drohen die Schaulustigen, die Polizeiaktion zu torpedieren. Genau, das brauche ich nämlich nicht, dass Sie sich hier hinstellen und sich lustig machen über unsere Maßnahmen. Was will er denn jetzt da messen? Ich hab's nicht verstanden, Chat. Freuen dürfen Sie sich ja. Die respektlosen Bürger ziehen ab. Jetzt herrscht Ruhe, um die Fahrzeugbreite auszumessen. Warum misst ihr denn jetzt die Fahrzeugbreite? 175, 195. Sehen Sie. Abmaße für die Geschwindigkeit, okay. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend, war wieder sehr nett mit Ihnen und viel Spaß. Ja, mit Ihnen war es auch sehr nett. Alles Gute für Sie. Danke sehr. Achso, weil die Messung nicht gereicht hat, haben die jetzt das Fahrzeug gemessen, um damit wahrscheinlich das auszuwerten. Um bei Spiegelung im Video die Geschwindigkeit zu bestimmen. Okay, krass. Schön gesund, ne? Im Dunkeln messen wir gerne die Breite, weil die Rückleuchten werden bei unserem System sehr gut ausgeleuchtet und da können wir am besten mit arbeiten. Okay, jetzt haben wir es auch verstanden. An der Dienststelle und dort werden wir zu einem Ergebnis kommen. Und das wird so 32 Okay, das ergibt Sinn, ja. Sein. Also ein Monat Fahrverbot wird er erwarten müssen, Bußgeld und Punkte Flensburg. War eine geile Doku, gerne öfter sowas, aber gibt halt zu selten, ne? Gibt es leider zu selten.